Besonders interessant finde ich persönlich die Pläne und Konzepte zu den Themen Steuern und Sozialpolitik. Da würde ich gerne noch mal genauer hinschauen, denn da sind die Unterschiede wirklich sehr, sehr groß. SPD, Grüne und Linkspartei wollen naturgemäß die niedrigen Einkommen entlasten und die höheren eher belasten. Bei CDU und FDP ist es genau umgekehrt. Nicht nur die Union, auch die FDP will vor allem die Wohlhabenden profitieren lassen. Ab 30.000 Euro gilt, je mehr Einkommen, desto größer die Entlastung. So werden hier die Bruttoeinkommensklassen zwischen 250.000 und 2 Millionen Euro mit einem Höchstbetrag von jährlich 18.467 Euro entlastet. 18.000 Euro Entlastung, ja, das ist Sozialpolitik. Man kümmert sich um die Ärmsten der Armen, die Spitzenverdiener. Die wie sonst niemand leiden in diesem Land. Klar, die haben viel höhere Heizkosten als die Armen. Sie haben höhere Kosten beim Pendeln und sie haben abends auch deutlich weniger auf dem Teller. Das sind Härtefälle, um die muss man sich kümmern. CDU und FDP glauben ja tatsächlich, wenn man die Reichsten in Deutschland entlastet, dann geben die mehr Geld aus, wovon dann unterm Strich alle profitieren. Man kann sich vorstellen, in wie vielen Haushalten in den Hamburger Villenvierteln es nach der Wahl heißen wird: Schatz, wir haben dieses Jahr nicht nur 3 Millionen verdient, wir haben auch noch 60.000 Euro Steuern gespart. Jetzt können wir uns endlich die neue Spülmaschine leisten. Leider ist es so, sehr reiche Menschen kaufen einfach nicht mehr, wenn sie noch mehr Geld haben, weil sie meist schon alles haben. Und wenn sie was kaufen, dann eher Aktien oder Immobilien. Davon hat aber die Gemeinschaft nichts. Davon haben nur was die sehr reichen Menschen, die damit eben noch reicher werden. Außerdem wollen FDP und CDU Unternehmen mit dem sogenannten Entfesselungspakt befreien. Es sind wahre Entfesselungskünstler. Denn ich frage mich, was wollen die denn noch entfesseln? Es gibt ja schon sachgrundlose Befristungen von Arbeitsverträgen. Zum Beispiel Arbeitszeitgesetze sollen noch weiter flexibilisiert werden. Aber sonst fällt mir da gar nicht mehr viel ein an Entfesselung. Vielleicht die Wiedereinführung der Sklaverei, ich weiß es nicht. SPD und Grüne wollen natürlich die hohen Einkommen eher belasten. Und die Linken wollen das ganz besonders. Bei den Linken ist es so, die würden einem Single mit einem Bruttoeinkommen von 300.000 Euro 180.000 Euro Steuern abnehmen. Bei einem Einkommen von 1 Million wären es dann 750.000 Euro Steuern, 3/4. Und bei Einkommen über 2 Millionen ist im Wahlprogramm der Linken, glaube ich, die Guillotine vorgesehen, oder? Bemerkenswert auch das Programm der AfD. Die will vor allem eins, den Euro abschaffen. Tatsächlich, immer noch. Zurück zur D-Mark, die AfD. Und das, obwohl Deutschland von allen EU-Ländern am meisten vom Euro profitiert. Ja, das sind aber Leute, die Deutschland sehr lieben, erstaunlicherweise. Dazu kommt noch die AfD-Sozialpolitik. Die AfD will viele Steuern abschaffen. Und Sie kennen wahrscheinlich den AfD-Slogan: Deutschland, aber normal. Und da sei die Frage erlaubt, wie geht es denn der normalen Familie mit dieser AfD-Politik im normalen Deutschland? Die AfD-Wunschfamilie mit alleinverdienendem Vater und 2 Kindern hätte bis zu einem Haushaltseinkommen von 40.000 Euro maximal 21 Euro mehr in der Tasche. Würde der Ehemann aber 300.000 Euro verdienen, dürfte er sich über rund 42.000 Euro mehr freuen. Ja, so viel zu "Wir sind die Partei der kleinen Leute". Die normale AfD-Familie hätte im Jahr 21 Euro mehr in der Tasche. Gut, in D-Mark sind es schon 42.